1. Willkommen zurück bei Minecraft. Bereit? Wofür? Naja. Das ist doch völlig der Mond. Wow, da sind ja viele Gegner hier. Siehst du gleich? Die Kämpfe werden jetzt interessant. Warte, da wir lange. Langsam Luna erreichen. Ja, und bestimmt auch schwer. Gut, dann wollen wir mal. Oh, lalalala. Oh, ein Speicherpunkt. Oh, lalala. Voll epischer Speicherpunkt und so. Hi. Du bist ein Engel, was bist du? Ich nicht. Du hast kein Heiligenschein. Verbrennt ihn! Massives oder Eis. Sie. Oder das hat meines Lilith eine Sie. Vereist sie! Ich meine, ja, ich. Das sie. Das sie. Verkuchelt sie! Verbrennt sie! Woo! Tot. Badadadam. Ich hab ein bisschen gelevelt in der Zeit. Warum nicht? Warum nicht? Alter, das ist doch Farsch. Immer wenn man das Eis. LP aufnehmen, ruft Tim mich an. Auf der weil das echt nicht wüsste. Ich weiß ja das ja auch. So ein kleiner Stalker. Verbrennt sie! Badadadam. Warum ich gerade jeden Gegner angreife, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber... Ach komm. Wir mal gucken, ob ich die alle mit meinem Höllenfeuer zu Tode bekomme. Alter, die halten ja überhaupt nicht aus, die Engel. Tot! Oh, die leben sogar noch! Ist das krass. Was ist das für Verarsche? Die machen... Jeder macht einen Schaden von 3000, dann kommt so und macht 1000. Mit Quit! Mit Quit! Badadadam! Machen wir noch die Engel und dann gehen wir speichern, dann gehen wir ins nächste Gebiet. Ich dachte nämlich aber auch, weil ich dann beim ersten Mal nicht weiterkam, ich muss jeden töten, hab dann geguckt. Ich hab jeden getötet, ich lebe. Ich komme immer noch nicht weiter. Was ist passiert? Ich war einfach zu blöd dafür. Badadadam. Okay, geht doch jetzt schon speichern. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Geh mir weg, Engel. Hier kommt der Master auf die Sauce. Ein großer Engel. Hallo, Süße. Wie geht's? Wie steht's? Komm mal her. Hi. Bin ich hübsch. Warum muss man die töten? Weil sie mich gleich töten wollen. Wir fegen ihre Frisur durcheinander. Frieren sie dann ein, damit wir sie dann elendig verbrennen können. Und die greifen dann mit der Trommel an. Ich greife dich mit der Musik an. So nah. Psch. Oder was? So ungefähr. Ach, die halten ja was aus. Ich greife dich mit Licht an. Ich blende dich mit meiner Schönheit von Linda Mead. Werbung. Au. Hüpf. Doch, ich geht doch. Ah! Da bin ich aber von mir drauf gekommen. Ich habe hier eine Irre drauf gegeben, bis ich endlich mal verstanden habe, was ich überhaupt tun muss. Da guckt man nämlich nicht auf einmal so drauf. Nein, 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 nein. Letzter Schlitz. Letzter Schlitz! Töte den aggressiven Engel! Paralyseschuss! Paralyseschuss! Töte den aggressiven. Oh, die ist paralysiert! Paralyseschuss ist geil, wenn man sich selbst abbekommt. Badadadam. Nein! Junge! Bist du gestorben? Danke! Danke! Wie ich denn lang? Oder soll ich doch erst nach oben? Ich glaube, ich gehe doch erst nach oben. Geh mir aus dem Licht, Püppchen. Ich weiß, wo ich lang muss. Guck mal, die sehen vor allem wie aggressive Engelsführer. Aggressive Engelsführer, die sehen voll aggressiv aus. Aggressionen! Ich zeig dir Aggression mit meinem letzten Schlitz und mit dem Paralyseschuss. Ich hab keine Aggression. Oh, sie ist wieder paralysiert. Hellenfeuer! Oh, ich lebe dann noch die Olte. Olte. Ich wollte eigentlich Olle sagen, hat sie aber doch Alte gesagt. Badadadam. Ich weiß nicht, wo ich gehen muss. Das sieht richtig aus. Oh, das sieht falsch aus. Ich muss ans Ziel gehen.
Ja, toll! Ich sehe so viele Engel. Die sind von meinen. Ne, nicht von meiner Schönheit, von ihrer Schönheit. Ach, die sind sie selbst mit ihrer Schönheit. Ich will auch solche Flügel haben! Aber in schwarz, damit man keine Flecken bekommt. Ja, tralalal. Das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Woher ich das weiß, da ist ein Engel, der mir den Weg blockiert. Das hat mir voll nichts gebracht. Egal, greifen wir an. Hallo. Der Engelsführer. Okay, sie sieht ein bisschen aggressiv aus. Was sollen wir denn verabreichen? Wollen wir die Hölle heiß machen oder sie einfrieren, sie versausen, Donnersturm, Pupel oder Erdbeben? Sag mal was. Also wir sind ja in der Wolken und also Erdbeben wäre sehr unlogisch. Wind wäre auch unlogisch, weil da bestimmt genug Wind ist. Massiver Wind auch. Höllenfeuer, nee, Froststurm, das ist ja so kalt wie im, da, keine Ahnung, Tornado, ist genug Tornado, macht Donner. Gibt die Paralyseschuss. Ja, sie ist paralysiert, bin ich gut. Jemand will bei dem Let's Play mitmachen. Wer denn? Wushi. Moment. Sag, er muss 2 Minuten warten. Letzter Schlitz. Und solange wir da an wir sind, machen wir hier ein. Das ist schön. Du kannst auch alles sehen. Wir haben den Engel getötet. Tralalala. Oh nein. Ach, bei den Engeln seid ihr jetzt. Ja. Gucken wir nochmal. Oh, voll Luna. Nostige à la Luna. Ich hoffe, okay, diesmal ist es mal ein sprachliches Rätsel. Echt jetzt, oh Mann, ich war in diesem Bereich nie gut. Ich auch nicht. Schön, das wissen wir es nur übersetzen, ist also schaffbar. Nur mehr fällt nicht ein, was es für eine Sprache sein könnte. Klingt wie Latein. Warum müssen die uns so quälen? Welcher noch nie Latein hatte. Ist doch klar, damit sich jeder hingelaufene Typ die irgendwann den Tagkasse besuchen kann. Aber keiner! Ach, geil. Sollen nur die Auserwählten sein. Deswegen diese Prüfung, denke ich mal. Aber da habe ich auch mal eine Frage. Wenn der Priester nur uns hochschickt, weil wir die Auserwählten sind, wie konnten dann diese random Typen auch nach oben zum Himmel kommen? Ich gehe auch nicht zum Priester und sage, ich will in den Himmel, bitte. Hä, hey, was für random Typen? Hast du ja gerade gesagt, dass mich irgendwelche dahergelaufenen Typen das Rätsel lösen können? Ich konnte, das ist doch bezogen auf die anderen. Ja, eben. Elementargeister. Ach so, okay. Ja. Na ja, schaffst du das? Ich weiß nicht mehr, wie ich das beim ersten Mal geschafft habe. Ich habe Google Übersetzer benutzt. Ja, denke schon. Das wäre etwas Zeit. Aber wir sollten es nicht wortwörtlich übersetzen, da es ein sprachliches Rätsel ist, müssen wir jetzt ein bisschen umformulieren. Das wird einige Zeit dauern, aber wenn wir alles perfekt kombinieren, dann schaffen wir es. Nos deja a la Luna. Es war irgendwas mit Luna. Das ist ja, wo Luna darf. Nicht übersetzt. Ja, das war mir klar. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich habe Google dafür benutzt. Tja, ich weiß es immer noch. Ne, dann hör damit. Soll ich? Ja. Wäre super nett von dir. Lalalala. Hm? Oh ja. Ja. Was ist das? Lass uns rein, Luna! Ich weiß es wieder! Ah Gott. Nein. Nein. Weg. Wie komme ich denn hier zurück? Ah. Genau. Lass uns. So. Das sind immerhin 4 Wörter. Weißt du, so. Ich bin gerade verwirrt. Wer ist Dönertier? Wer ist Dönertier? Ein Döner. Ich hab gerade das dritte Wort komplett vergessen wegen Tierpuschel. Also, Ente. Ich such gerade das Tee. Ich hab lass uns zu, Luna. Richtig, so rum. Mm.
Wo ist das A? Das A ist neben B. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Rätsel gelöst! Da, 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 da. Bei jedem Rätselpart ist Muschi mit dabei, das finde ich wundergeil. Ja, sehen wir du. Der letzte Kampf, endlich, denkst du. Das wird mit Sicherheit hart. Du hast das Element Licht. Das hat also keine direkte Schwäche. Verdammt! Das heißt, hier ist deine Kampftaktik gefragt. Viel Glück. Du, das schaffst du schon, Lilith. Du packst das. Hab Selbstvertrauen. Yay! Selbstvertrauen! Viel Glück. Dankeschön, Freunde. Punkt, Punkt, Punkt. Luna, bitte erscheinen. Ich muss dauernd lachen. Endlich seid ihr gekommen. Alle Momente. Luna, ich möchte mit dir einen Pack schließen. Asuka, die sind da! Ich auch nicht. Die sind da! Asuka! Das wollt ihr ja nicht, wir haben auf euch gewartet. Wie jetzt? Bei Elementar Spirit muss Lilith gegen euch beide kämpfen? Ja. Um einen Pack mit uns zu schießen, muss sie uns besiegen. Das führt kein Weg vorbei. Aber, das schaffe ich nicht. Das wissen wir! Keine Ahnung. Deswegen darfst du dir einen Partner aussuchen. Einen Partner? Sorten, weißt du noch, was wir früher in dieser Bibliothek gelesen haben? Ja. Da stand da nicht, dass der letzte Kampf eine Ausnahme ist, wo zwei gegen die Elementar Spirits kämpfen müssen? Stimmt, du hast recht. Das habe ich völlig vergessen. Und das... Was wolltest du gerade sagen? Oh, mach zu. Was? Ach so, ja, ich verstehe schon. Dein Kopf fliegt gleich davon, dein Kopf ist in den Wolken. Verstehe! Dieser Kampf erfordert nicht nur Kraft, sondern auch Teamarbeit! Hab ich recht, Luna? Genau, Kraft ist wichtig! Aber wahre Stärke ist das Zusammenarbeit der Kämpfer. Ich und Asuka sind wahrscheinlich zu stark für euch. Aber zusammen schaffen wir es! Und wähle einen Partner, der noch keine Elementareigenschaftsteilen durchgeführt hat. Sie scheint wirklich über alles informiert zu sein. Und Stalker. Das heißt? Sollten wir mit Lilith zusammenkämpfen? Ich weiß nicht, ob ich stark genug dafür bin. Aber was ist denn jetzt schon wieder? Kommt man nicht ausnahmsweise aus dem Flügel. Aber es gibt keine andere Wahl. Mit dir zusammen bin ich mir sicher, was schaffen wir, wenn du nicht wegfliegst. Luna, ich kämpfe zusammen mit Lilith gegen euch. Alles klar. Bin in den Kampfmodus. So, ist es geklärt. Ich höre euch nun, dann zeigt es eure gemeinsame Kraft. Oh, das habe ich nichts mehr zum Lachen. Oh, schade. Ja. Ich weiß mehr, wenn ich zuerst angegriffen habe. Ist mir jetzt auch egal. Ich hau einfach drauf, was ich habe. Viralklinge. Lebt ja noch. Warum leben die alle noch? Oh, das ging daneben. Wundert mich nicht. Immer geht was daneben. Benutzt weiter Donnersturm. Okay. Asuka ist empfindlich dagegen. Oh, das ist schön. Ich habe immer einfach mal alles ausprobiert, weil ich das immer so lustig fand, um zu gucken, was mir Schaden macht. Bam! Weggebams. Ben. Ich hätte jetzt gelacht, wenn er gestorben wäre. Hier, heil dich mal. Ich greife so lange weiter an, weil ich mehr Schaden mache als du. Ach, da ist aber jemand tot. Trollolol. Auf sie! Ich könnte jetzt einfach nur trollen und so machen. Toll.
Ich habe ihr Schaden zugefügt. Lass mich. Ach, ich träume weiter, was soll's. Fast in der Unterwelt. Das ist wieder lustig. Ach, ich habe sie getrollt und besiegt. Ja, schon? Ja. Alter, du hast aber sehr gut trainiert, ja? Ich habe die nur ein bisschen, dass alle anderen Level 30er Bereich sind. Ach ja, Teamwork ist super. Ihr habt die Prüfung bestanden. Ach komm! So unten gehen wir ein bisschen weiter nach rechts. Echt? Super, wir haben es geschafft, mit Hans Rabbit einen Bug zu schließen. Das sieht nicht so lustig aus. Sieht aus, hätte sie nur noch ein Ohr. Unser Ziel ist endlich erreicht. Ich fühle mich irgendwie so glücklich. Ich weiß auch nicht warum. Bist du denn bereit, unseren Pakt zu schließen? Na, ja. Gut, schieße nun. Moment mal. Was ist los? Meine Kraft mich nicht täuscht, bist du sogar mein Elementarpartner. Wer hätte es gedacht, bist du noch als einziges übrig? Wirklich? Also besser kann es für uns echt nicht sein. Stimmt, du Schwertkämpfer. Ja, was gibt es, Aska? Ich will dir sagen, dass du mein Elementarpartner bist. Fuck yeah. Echt? Ich dein Partner? Nö, doch, genau du. Ich könnte gerade platzen. Echt? Ja. Aber erst muss dein Kopf wegfliegen. Seht euch mein Schiffchen an, der sprüht ja nur so vor Energie. Energie? Wer will das nicht? Glückwunsch euch beiden. Das bedeutet, dass noch nie ein Elementarpartner hat. Das heißt, unser richtiger Kampf fängt jetzt erst an. Seid ihr nun bereit? Jupp, alles bereit, klar. Wenn du es bist. Ja, ich bin soweit. Gut, ich fange mit dir an. Schieße deine Augen. Ich leuchte gelb. Hui! Bin ich gelb? Er sieht so ein richtig porno geil aus. Hui! Ich leuchte immer noch gelb. Hui! Ich habe keine Augen. Oh mein Gott. Ich bin Priesterin des Lichts. Ich bin wieder Krieger geworden. Ja. Endlich. Ich bin jetzt auch so stark wie ihr. Endlich kann ich die beschützen, die mir viel bedeuten. Gut, sie ist fertig. Bist du auch bereit, Kämpfer? Sowas von. Dann schieße deine Augen. Dass ihr das nicht gesehen habt. Sie soll jetzt jeden Scheiß puscheln. Was willst du jetzt damit sagen? Nix. Ich hab dich lieb. Ja, ich troll dich bestimmt irgendwann noch mehr mit Karma. Ich verbinde dich mit. Nein, Ente. Ja, so, die sind Paladin geworden. Er ist auch klüger geworden. Ja! Kolosse, nun heißt es, ob du Unterwelt. Nein, ich warte nicht. Ja, jetzt sind wir perfekt ausgestattet. Gut, dann wollen wir mal. Luna, verrat uns bitte, wie wir zur Unterwelt gelangen. Einmal nach unten, bitte. Seid ihr sicher, zur Unterwelt zu gehen? Das ist sehr gefährlich. Das ist uns bewusst. Aber wir müssen das Böse nicht die Oberhand gewinnen lassen. Es haben schon genug Menschen darunter gelitten. Wir müssen es beenden. Nun, wie erwünscht, der Eingang ist in einer kleinen Insel. Ich kann euch den Weg öffnen dahin. Aber bitte nehmt euch ein Pullover mit raus. Soll sehr kalt sein. Super. Könnt ihr uns sofort hinführen? Nö. Ja, wird ein paar Sekunden dauern. Seid bitte still. Ist es hier? Ja, hier ist es. Ich werde nun anfangen, das Portal zu öffnen. Hab bitte etwas Geduld. Gut. Oh Mann, wir stehen nun vor der Unterwelt. Haben wir denn überhaupt genug Vorrat? Ich glaube ja. Ja, ich habe eine große Bestellung gemacht. Wir müssen hoffentlich genug Parat haben, gehst du? Sehr schön. Jetzt nur noch abwarten. Gehst du? Dafür habt ihr jetzt keine Zeit mehr, Menschen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Kann ich sprechen? Ja, klar. Es ist der Eure, ja. Ja, war der Eure. Du bist. Oh Gott sei Dank, ich kann meine Stimme schonen. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr unsere Welt betreten werdet. Du hast Annika auf dem Gewissen, Nutte? Der meine Familienfreundin getötet hat, hat deine Freundin getötet? Was wird als nächstes passieren? Schau dir jetzt wieder ein, wenn es heißt, mitten im Leben. Menschen sind erbärmlich, das wusste ich schon lange. Dieses Weibstück hat auch nichts gebracht.
Jetzt ist er ganz weg vom Fenster. Entschuldigung. Ich bin beruhigt. Ich glaube es ja nicht. Oh Gott. Oh Gott, pass auf, wie jemand hier redet. Oder habe ich immer Angst? Oh Gott. Soden, beruhig dich. Absichtlich provoziert. Er beruhigt sich auf eine ganz andere Art. Das ist eine Falle, definitiv. Es ist auch los, rein mit euch! Los, alle rein, du auch, Sorten, beeil dich! Du, ach, verdammt! Oh Gott! Okay. Die sind entwischt, aber in der Unterwelt werden die eh nicht überleben können. Werden die wirklich nicht überleben können? Halte doch nicht gut fest! Diese Geschwindigkeit ist enorm. Wir dürfen jetzt nicht los, ansonsten verlieren wir uns. Halt dich fest, Esther. Ich versuche es, aber mein Arm tut weh, Deso. Aloxa, halt es. Ich verliere auch meine Kraft. Verdammt, das sieht schlecht aus. Selbst für mich wird es langsam zu viel. Vincent, lass jetzt nicht nach. Du hast doch eine Chance. Ah! Wir sind aber schön oben links und oben rechts in der Ecke. Bam.